Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Susanne. Heute geht es um das Double Face Stricken. Double Face Stricken bedeutet, man strickt die Vorderseite und die Rückseite gleichzeitig und hat so zwei Gesichter. Je nachdem, welchen Faden man hier auf dieser Seite strickt, dann strickt man auf der anderen Seite die andere Farbe und hat das Bild gespiegelt. Ich habe einen Topflappen vorbereitet. Ein Topflappen mit einem Topf, mit einem dampfenden Topf. Man kann im Prinzip über zwei Farben jedes Motiv reinstricken, das man reinstricken möchte. Aber je kleiner das Strickstück ist und je dicker die Wolle ist, desto pixeliger werden die Bilder. Ich hatte ursprünglich gedacht, ich fange mit einer hübschen Teekanne an, aber die wurde dann tatsächlich so pixelig, dass ich mich umentschieden habe, sonst hätte ich einen großen, noch größeren Topflappen stricken müssen. Also habe ich einen einfachen Topf genommen, um euch zu zeigen, wie dieses Prinzip funktioniert. Also man hat immer zwei Farben. Man strickt immer die Vorderseite rechts und die Rückseite links. Und wechselt, um das Muster zu bekommen, jeweils die Farben. Es gibt ganz viele unterschiedliche Arten, den Anschlag zu machen oder die Randmaschen zu machen. Ich mag das sehr gern mit dem zweifarbigen. Ich mache auch die Randmaschen zweifarbig. Und dann passt das immer ganz gut zusammen. Und auch oben habe ich zweifarbig abgekettet, so dass es einen hübschen Rahmen gibt. Und wir fangen an mit der Wollauswahl und natürlich mit dem Anschlag. Ich habe mich für die Cotton Soft entschieden. Die kennt ihr schon, die habe ich euch schon ein paar Mal gezeigt. Cotton Soft ist von King Cole. Eine 100%ige Baumwolle, sehr weich, schön dick und für Topflappen ideal. Ich habe einmal die Farbe Navy und einmal die Farbe Mint. Wichtig ist bei der Farbauswahl, dass es möglichst kontrastreich ist. Je stärker der Kontrast, desto besser kommt euer Muster raus. Wenn ihr jetzt hellbraun und beige nehmt, kann das auch hübsch sein, aber das Muster wird eben nicht so deutlich rauskommen wie bei diesen beiden Farben hier. Ich hatte mir erst überlegt, ob ich was Adventliches mache und dachte dann aber, nee, Topflappen hat man ja das ganze Jahr über, deswegen fangen wir einfach mal mit einem universellen Motiv an und mit universellen Farben. Natürlich könnt ihr euch eure Farben auswählen, wie es euch gefällt. Ich stricke mit Nadelstärke 3,5. Ich stricke, wenn ich Tücher stricke mit der Cotton Soft, nehme ich auch gern mal sogar eine 4, damit es schön locker wird. Bei den Topflappen soll es ja eher fest werden. Ich hätte mich sogar für eine Dreier entscheiden können, habe jetzt aber die 3,5er genommen. Und ich brauche, der Topflappen soll ungefähr 22 cm groß werden, breit und hoch. Und deswegen brauche ich 36 Maschen. Das heißt aber, weil ich ja Vorderseite und Rückseite zeitgleich stricke miteinander, brauche ich die Maschenzahl doppelt. Und bei den Anleitungen, wenn es ums Double Face geht, spricht man immer nur von der Vorderseite, die man gerade strickt. Und die Rückseite strickt man automatisch entgegengesetzt mit. Das heißt, ich stricke vorne einmal blau in rechts, dann stricke ich die Rückseite in Mint mit einer linken Masche. Wenn ich vorne Mint stricke, stricke ich hinten Navy. Also immer entgegengesetzt. Bei der Anleitung geht man immer nur von der Vorderseite aus. Deshalb 36 Maschen. Um diesen doppelten Farbenanschlag zu bekommen, brauche ich eine Hilfsschleife. Ganz einfach, das könnt ihr ganz sicher problemlos einfach eine Schleife drauf machen, einen Knoten, eine Anfangsmasche.
Jetzt habe ich die Anfangsmasche. Ich teile die Fäden auf und nehme sie mit Daumen und Zeigefinger. Das gibt einen zweifarbigen Kreuzanschlag. Also ich teile mir die Fäden auf, gehe mit Daumen und Zeigefinger dazwischen und drehe das um. Und jetzt ist es, wie ihr den Kreuzanschlag kennt. Ich gehe hier vorne rein und hole mir diesen mintfarbenen Faden. Und jetzt gehe ich da hinten hin, hole mir diesen Faden und hole mir die blaue. Keine Angst, ich zeige es euch noch ein paar Mal. Immer wieder, ihr könnt es loslassen, so oft ihr wollt, das ist ja überhaupt kein Problem, weil man es wirklich nur ganz einfach mit Daumen und Zeigefinger zwischen die Fäden geht. Wichtig ist jetzt nur darauf zu achten, dass man immer abwechselnd die Farben hat, sonst wird der Rand nicht schön. Ich könnte auch Mint vorne und Navy hinten. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wieder rein, wie man es kennt, beim Daumen von unten durch diesen Faden rübergehen und den vorderen Faden vom Zeigefinger, die andere Farbe holen und man hat eine Masche. Und jetzt macht man das Ganze gespiegelt. Man geht hinter dem Zeigefinger von unten nach oben, holt den Faden vom Daumen und zieht ihn hier durch. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann läuft das fast von alleine. Ich zeige es euch nochmal langsam. Daumen, Zeigefinger spreizen. Den vorderen Faden vom Daumen von unten nach oben rüber. Den dunkelblauen Faden durchziehen. Die Masche hat man. Und jetzt vom hinten, den hintersten Faden von unten nach oben durchziehen. Und da ist die Masche. Und wir brauchen 36 Doppelmaschen. Wir haben jetzt gerade mal 3. Und jetzt zeige ich euch mal, wie es dann aussieht, wenn man es schon öfter gemacht hat. Dann geht es nämlich ganz flott. Seht ihr, reden und stricken gleichzeitig. Die Farben entwickeln sich. Die Bewegungen entwickeln sich zu einer flüssigen, einfachen, guten Bewegung. Und das macht richtig Spaß. Und wenn man das kann, dann kann man auch locker mal für eine Decke aufnehmen. 200, 300 Maschen, das ist überhaupt kein Problem mehr. Das Schöne ist, dadurch, dass wir diese Anfangsschlaufe haben, müssen wir nicht aufpassen, dass wir genug Faden haben, sondern wir haben ja direkt hier die Knäuel dran. Also ich muss mich nicht vorher entscheiden, welche Fadenlänge ich brauche. Ich nehme jetzt die 36 Maschen auf. Und dann sehen wir uns gleich wieder und ich zeige euch, wie wir die Rückreihe stricken und dann diese Schlaufe auch lösen. Bis gleich. So, jetzt haben wir 36 Maschen aufgenommen, plus diese Anfangsschlaufe. Die zählen wir nicht mit, denn die wird gleich aufgelöst. 36 Maschen, immer schön abwechselnd die Farben hell, dunkel. Jetzt geht es darum, die Fäden richtig zu führen. Auch da gibt es wieder mehrere Möglichkeiten. Es gibt Strickerinnen und Stricker, die einen Faden rechts und einen links auf der Hand haben. Es gibt Strickerinnen, die zwei Finger
verwenden. Ein Faden hier und es gibt Strickerinnen, die den Faden auf dem gleichen Finger haben. Entweder genau gleich und dann halt einen weiter hinten, einen weiter vorne. Und ich bevorzuge den Faden gegenläufig auf dem Finger zu haben. So, seht ihr, einer läuft so, der kommt hier runter und einer kommt hinten runter. Und dadurch kann ich die immer ganz gut mit der Nadel greifen. Ich zeige es euch nochmal. Ich nehme den ganz normal hoch. Dann nehme ich den blauen, halte ihn mit der rechten Hand meistens ein bisschen fest, damit es auch funktioniert. Und dann muss man noch mal ein bisschen nachjustieren und dann hat man die auf der Hand. Einer vorne, einer hinten. Zack, ein bisschen nachziehen. Und jetzt geht es los. Die Randmasche stricke ich von der Seite immer zwei Maschen gleichzeitig. Das ist jetzt beim ersten Mal ein bisschen schwierig, weil man ja gerade erst aufgenommen hat. Und mit beiden Fäden. Das hat den Vorteil, dass der Rand direkt zu ist. Denn wir stricken ja im Prinzip zwei Teile gleichzeitig, Vorder- und Rückteil. Und wenn ich die Randmasche offen lassen würde, dann wäre der ganze Topflappen auf. Dann müsste ich ihn noch zusätzlich umhäkeln. Das kann ich mir sparen. Und jetzt geht es los. Immer abwechselnd eine Masche rechts, eine Masche links und immer abwechselnd einmal hell, einmal dunkel. Eine Masche rechts mit dem hellen Faden und eine Masche links mit dem dunklen Faden. So mache ich jetzt noch kein Muster, sondern ich mache einfach nur zwei Seiten, vorne hell, hinten dunkel. Rechts und links. Das machen wir jetzt bis zu der Schlaufe, zu der Anfangsschlaufe. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir sind fast am Ende. Was ich euch noch nicht gesagt hatte, war die Fadenhaltung. Wenn ich die rechte Masche stricke, sind beide Fäden hinter der Nadel. Ich stricke rechts. Dann kommen die Fäden vor die Nadel und ich stricke mit der dunklen links. Jetzt wieder Faden hinter die Nadel, rechts. Links Faden vor die Nadel. Links. Rechts. Links, die erste Reihe ist ja immer die zäheste, weil man den Anschlag, der ist immer etwas fester, als wenn man gestrickt hat schon. Rechts, links, jetzt sind wir wieder an der Randmasche. Da nehme ich beide Fäden vor die Arbeit und hebe die beiden Maschen wie zum Linksstricken ab. Die werden gleich die Randmasche. Jetzt haben wir nur noch die letzte Schlaufe auf der Nadel und da ziehe ich einfach die Nadel raus, die Schlaufe auf. Fertig. Passiert gar nichts. Wir drehen um. Und es geht zurück. Jetzt haben wir dunkelblau vorne. Das heißt, es geht gerade andersrum zurück. Die Randmasche, wieder beide Fäden, beide, ein bisschen nachziehen, beide Fäden
Und jetzt ist dunkelblau rechts, weil dunkelblau bei dir ist auf deiner Seite. Zu rechts, links, rechts, links. Immer darauf achten, dass der Faden mal vorne, mal hinten ist. Und dadurch, dass ich die Fäden so gegenläufig auf dem Finger habe, kann ich eben ganz gut auch immer jeweils den Faden erwischen. Wenn ich die gleichläufig drauf hätte, muss ich gucken, ja, so, dass ich es richtig habe, dann sind die viel enger beieinander. Das geht auch, aber ich muss viel mehr zirkeln. Da seht ihr, die Gefahr, dass ich beide Fäden erwische, ist viel größer. Also es ist deutlich anstrengender. Drum lieber so rum. Und dann geht das ganz gut. Moment, wir sind in der rechten Masche. Links. So. Und diese beiden Reihen, einmal mit dunkelblau vorne und einmal mit mint vorne, strickt ihr jetzt noch dreimal, also insgesamt strickt ihr bis Reihe 8. Und dann fängt das Topfmuster an. Ich stricke mit euch diesen kompletten Topflappen in mehreren Etappen. Jetzt hole ich ihn nochmal. Ja, das sind die ersten 8 Reihen. Die strickt ihr jetzt und dann sehen wir uns wieder, wenn es mit dem Muster losgeht. Viel Spaß!